Das entspricht etwa 3 Millionen Betriebsstunden von einem handelsüblichen Föhn. Hast du gewusst, dass Swisscom mit ihrer Fernwärme ganze Siedlungen beheizt? Wir nehmen dich mit und führen dich hinter die Kulissen von Swisscom Fernwärme. Also ich bin hier tätig im Auftrag von der Swisscom, angestellt bei der ISS. Fernwärme, das ist die Wärme, die wir abführen, die wir abgeben können. Durch das kann man für diese Wärme, die wir hier abgeben von der Swisscom, können wir rund 5'000 Wohnungen heizen und natürlich auch das Warmwasser damit aufbereiten für die Wohnungen. Wir haben ja ein Rechenzentrum, ein Datenzentrum von der Swisscom, das wir betreuen und kühlen. Und kühlen heisst Wärme abführen. Und die Wärme wird dann über Rohr, über die Zentrale geführt. Das Rechenzentrum in Zürich gibt pro Jahr etwa 16 Gigawattstunden Energie an ihre Abnehmer weiter. Mit dieser Energie könntest du pro Tag etwa 6 Millionen Toast in einem Toaster rösten. Und jetzt nehmen wir dich noch mit und schauen, wo das Rechenzentrum in Ittigen ihre Abwärme weitergibt. Ich bin Objektmanager, zuständig für technisch Unterhalt von dem Gebäude. Das Rechenzentrum ist einerseits ein Internetknotenpunkt von der Swisscom und andererseits hat es noch IT-Laborstandort. Hier wird durch das Equipment Wärme erzeugt, das müssen wir kühlen. Die Kühlung erfolgt einerseits über Kältemaschinen, andererseits haben wir noch einen Fernwärmeanschluss, wo wir die abgeführte Wärme können recyceln und weitergeben. Der Fernwärmeanschluss ist jetzt etwa seit 3 Jahren in Betrieb. In diesen 3 Jahren haben wir rund 3 Gigawattstunden Wärme können liefern im BBL. Das entspricht etwa 3 Millionen Betriebsstunden von einem handelsüblichen Föhn. Im ersten Halbjahr 2024 ist geplant, dass wir die Fernwärmeleistung verdoppeln. Weißt du überhaupt, von wo das deine Heizenergie kommt? Oder hast auch du unbewusst Fernwärmeenergie? Teil uns doch deine Erfahrungen unten in den Kommentaren.